Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal draußen und ich habe richtig Bock, diesen Berg hier zu erklimmen. Wie hoch wir kommen, weiß ich nicht. Es ist nämlich, ja, 35 Grad soll es werden heute. Deswegen bin ich mal ein bisschen früher unterwegs. Ich habe mir gedacht, komm, du nutzt den Morgen, musst den Berg jetzt erklimmen. Ich wollte nämlich für euch einen kleinen Vlog machen und euch einfach mal mitnehmen auf die Reise. Und hier sehen wir schon, wir sind schon relativ hoch, weil wir generell relativ hoch wohnen. Aber die Aussicht, oh mein Gott, die Aussicht ist einfach so schön hier. Hier ist jetzt gerade so ein kleiner Park. Ich bin auch schon ein bisschen aus der Puste. Ich hoffe, man hört es nicht allzu stark. Wow, die Aussicht. Guckt euch die Aussicht mal an, ja. Ich weiß nicht, ob man es so gut auf der Kamera erkennen kann. Ja, aber das ist eine traumhafte Aussicht. Weißt du, läufst ein paar Minuten und bist bei so einer geilen Aussicht. Was will man denn eigentlich mehr? Wunderschönes Wetter. Es hat gestern stark geregnet. Deswegen ist die Luft auch sehr klar und man kann sehr weit gucken heute. Wirklich perfekt. Da vorne, ich weiß nicht, ob man sieht, ist der Abenoharukas. Das ist das höchste Gebäude in Japan. Nicht der höchste Turm, aber das höchste Gebäude. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal den Berg hoch, würde ich sagen. Schauen mal, wie weit wir kommen, was uns alles erwarten wird. Und ich möchte euch vor allem ein bisschen von der Natur zeigen hier, weil die ist recht schön. Ich bin auch mal gespannt, wie viele Mückenstiche ich haben werde. Ja, weil immer noch relativ aktiv die ganzen Insekten. Man hört teilweise auch noch ein paar Zikaden, die eigentlich schon vorbei sind, aber eigentlich schon alle weg. Aber ein paar hört man irgendwie noch. Und ganz viele Zeug, was irgendwie summt. Aber nun gut, ich würde sagen, wir schauen uns mal ein bisschen hier die Umgebung an. Bin jetzt mal ein Stück gegangen, bin jetzt hier oben angekommen, bin schon nass geschwitzt, wirklich, ist unfassbar warm, soll ja heute 35 Grad werden, da habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ja, jetzt bin ich aber hier oben angekommen, da ist jetzt eine Straße, wo viele Autos lang fahren, da wollen wir jetzt auch hochgehen und es ist wunderschön, ja, es fliegt sehr viel Viehzeug hier rum, die ganze Zeit vor meinen Augen wird wird irgendwas rum, aber das ist nicht so optimal, ja, im Sommer wirklich die Wälder voll mit irgendwelchen Insekten oder sonst irgendwas, ich meine, ist ja theoretisch auch normal. Aber ist schon nicht ganz ohne, vor allem für jemanden wie mich, der da eher so ein bisschen, ja, das nicht so gerne mag und bei der Kakerlake rennen geht. Aber was willst du machen? Manchmal muss man sich halt Herausforderungen stellen. Und diesen Vlog hier möchte ich auch ein bisschen dafür nutzen, um einfach mal mit euch ein bisschen darüber zu sprechen. Was habe ich eigentlich mit diesem Projekt Nihongo hier vor? Was sind meine Ziele? Und das wollte ich auch machen, während wir den Berg hochlaufen. Aber ich würde sagen, wir laufen erst noch mal ein Stück und dann Stück für Stück erzähle ich euch so ein bisschen, vielleicht mal heute so ein bisschen Real Talk mit drin. Schauen wir aber erstmal, wie wir da hochkommen. Ich bin jetzt schon richtig weit oben. Ich weiß nicht, wie weit nach oben das noch geht, aber es ist so kühl geworden, ne? Hier fliegt zwar Mücke rum, wow, hier auch, aber es ist viel, viel kühler geworden. Also man merkt wirklich, wie Bäume, Wald generell, das kühlt unglaublich runter. Ganz anderes Erlebnis als in der Stadt. Kennen die Leute von euch, die nah am Wald wohnen oder so wahrscheinlich aber auch. Ja, was habe ich vor mit dem Projekt Nihongo? Erstmal muss ich sagen, ich habe ja, ich glaube im Mai, Anfang Mai habe ich das Video gemacht, in dem ich euch erzählt habe, dass ich mich selbstständig machen möchte mit diesen ganzen Videos hier, den Online-Kursen und allem, was dazugehört. Wow, 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 wow. Alles klar, ist gefährlich. Und seitdem sind jetzt 5 Monate vergangen, ungefähr 4, 5 Monate müssten vergangen sein und es ist so viel passiert. Es ist einfach unfassbar, was ihr für eine Unterstützung mir entgegengebracht habt und wie sich das Ganze entwickelt hat. Damit hätte ich niemals gerechnet, dass wir bereits jetzt schon Anfang September die kompletten Spendenziele fürs ganze Jahr fertig haben. Da hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle an euch, denn vor allem durch euch ist das auch möglich, dass ich jetzt hier rumlaufe und mich mit den Fliegen und Mücken streite. Ja, nee, muss man ganz ehrlich sagen. Also würdet ihr mich da nicht so unterstützen, könnte ich euch nicht so viel von Japan zeigen, könnte ich nicht
die Videos machen, die Sachen recherchieren und so. Das ist wirklich dank euch, dank eurer Unterstützung. Was sind das denn überhaupt für Viecher hier? Ja, ich bin bald tot, glaube ich. Also, wenn ihr nichts mehr von mir hört, dann hat es mich erwischt. Wo mich aber jetzt hin mit dem Projekt? Beziehungsweise, was ist als nächstes geplant? Als nächstes geplant ist erstmal für Oktober eine Website. Ihr habt richtig gehört, mit den Jungs von Jaimo Solutions. Mit denen habe ich schon mal einen Podcast gemacht. Mit denen zusammen mache ich eine Website. Also die, wir gehen eine Partnerschaft ein und die, ja, machen die Webseite für mich, so dass wir dann mal eine Seite haben, wo alles zentral ist. Boah, ist das anstrengend. Da freue ich mich schon sehr drauf. Die Website hat auch schon erstes Design und ist schon fast fertig sozusagen vom Design her. Könnt ihr mal gerne bei denen im Podcast vorbeischauen. Die haben einen Podcast gemacht, wo die das Design ein bisschen vorgestellt haben. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und das ist wirklich etwas, wo ich mich sehr drauf freue. Es wird auch einen Blog geben auf der Seite. Ich habe früher gerne geschrieben, so Blogartikel. Und das möchte ich natürlich dann auch fortführen. Ich musste mal kurz pausieren, die Steigung war einfach zu hart. Ja, genau, das ist also das nächste Projekt. Eine eigene Website, wo alles zusammengefasst ist. Und da freue ich mich, wie gesagt, sehr drauf. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich denke, das wird das Projekt auch nochmal ein bisschen weiter tragen, auch was die Google-Suche angeht. Und es wird die Seite auch auf Japanisch geben dann irgendwann, so dass ich also die Seite auch dazu nutzen kann, um mein Business hier in Japan weiter auszubauen und ja auch für japanische Kunden dann in Zukunft, kommt mir alles runter, eine Anlaufstelle zu haben. Außerdem die Online-Kurse natürlich. Ich arbeite momentan am Kanji-Kurs. Ich wollte den eigentlich im September rausbringen, aber es stellt sich heraus, das ist wahrscheinlich nicht möglich, weil er wird relativ viel umfassen, so an die 106 Kanji, also alle Kanji, die man für den JLPT N5 ungefähr braucht. Und ich mache viele Erklärungen, es wird viele Schreibübungen geben. Und das braucht natürlich seine Zeit, bis das alles erstellt ist. Ich möchte den Kurs gut machen. Ja, ich möchte wirklich eine hohe Qualität bieten. Und deswegen denke ich, wird der Kurs ein bisschen länger dauern, bis er rauskommt. Aber dafür wird es ein richtig vernünftiger Kurs. Bevor wir weiterreden, gehe ich jetzt noch ein bisschen euch zeigen. Es nimmt irgendwie kein Ende. Wir gehen und gehen und gehen und oben kommt nichts. Ein verlassenes Fahrrad. Wem gehört es bloß? Niemand hat den Besitzer dieses Fahrrads je wieder gesehen. Eine große Spinne befindet sich vor ihm, kann man sie sehen. Mysteriös. Das ist natürlich auch eine interessante Stelle. Da steht ein kaputtes Auto drin. Ja? Wer hat das denn so da reingebastelt? Warum? Also es ist einfach ein kaputtes Auto drin. Schon ein bisschen unheimlich. Das ist natürlich auch nicht das, was man gerne haben möchte. Hier ist Gefahr vor Wildschwein. Da muss man also aufpassen, dass ein Wildschwein nicht erwischt. Ja, das ist natürlich toll. Da habe ich ganz besonders viel Lust drauf. Ich bin jetzt also ein bisschen weiter gegangen. Es kann nicht mehr weit sein bis ganz nach oben, weil so viel Berg sehe ich da jetzt nicht mehr. Es ist super anstrengend, aber es ist total schön. Ja, es ist total schöne Erfahrung, hier ein bisschen durch die Natur zu gehen. Macht total viel Spaß. Genau, das ist im Grunde so das, ne? Webseite, Online-Kurse. Wollte ich euch erzählen und der YouTube-Kanal generell natürlich. Was ich schaffen möchte mit diesem ganzen Projekt hier, mit den Videos, mit der Website, mit den Online-Kursen. Ich möchte einfach eine Plattform oder einen Ort für Leute bieten, die sich mit Japan näher auseinandersetzen wollen, die was über die japanische Gesellschaft, Kultur erfahren wollen, die Sprache lernen wollen, die einfach mehr mit Japan machen wollen. Für diese Leute möchte ich eine Anlaufstelle bieten und sagen, guck mal hier, da sind meine Videos, da kannst du ein bisschen was über japanische Gesellschaft, über japanisches Essen, was auch immer erfahren. Und ja, wenn ich das mit meinen Videos nur so ein bisschen schaffe, ja, wenn ich euch ein bisschen was von Japan mitgeben kann und ihr euch dadurch besser auf Japan vorbereiten könnt, auf ein Auslandsjahr oder so, dann ist das für mich schon alles, was ich erreichen möchte. Ja. Das ist der Sinn des ganzen Projektes eigentlich. Zumindest so, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich das immer gedacht habe. Und deswegen möchte ich auch immer wieder versuchen, mehr über die japanische Gesellschaft selbst zu erfahren und lernen. Man lernt jeden Tag neue Dinge, wenn man hier in Japan lernt. Wenn man Dinge recherchiert, kommt man wieder auf Dinge, die man gar nicht wusste. Es gibt einfach so viel zu entdecken und mich fasziniert irgendwie die einfache japanische Lebensweise. Ja? Dieses ganz normale japanische Leben. Man steht morgens auf, man isst japanisches Frühstück oder man isst japanisches Abendessen oder sonst was. Man geht raus, sieht, wie die Leute im Schrein gehen, in den Tempel oder so. Einfach dieses ganz normale japanische Leben, das fasziniert mich unglaublich. Und ich möchte irgendwie rausbekommen, vor allem auch die japanischen Werte. Warum sind die Japaner so, ja? Oder was genau machen die? Warum machen die das, was die machen? Was hat das vielleicht für einen Sinn und Zweck? Und wie hilft es den Japanern, in so einem Land wie Japan zu leben, wo es viele Berge gibt, wo es viele Naturkatastrophen gibt?
Und das möchte ich eben durch die Videos dann auch an euch weitergeben und euch so ein bisschen von meiner Japan-Faszination irgendwie mitgeben und euch zeigen, warum ich das Land fasziniert und warum ich euch empfehlen würde, mal für einen Urlaub mindestens hier hinzukommen und euch das einfach mal anzuschauen. Nun gut, ich würde sagen, wir gehen weiter hoch. Wow, schaut euch das mal an. Ist das nicht eine Aussicht? Oh mein Gott. Das nenne ich mal eine heftige Aussicht. Ich bin jetzt irgendwie ganz oben angekommen auf diesem Berg, ja, und gehe jetzt wieder runter in eine ganz andere Richtung. Ich habe keine Ahnung wohin. Aber da oben wohnen Leute, Mann. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Hier auch. Hier wohnen Leute. Wie, das muss doch super. Ich meine, die Aussicht ist 1A, ja. Also habt ihr ja gerade in der Sequenz davor gesehen. Die Aussicht ist wunderschön. Aber das ist so unpraktisch hier. Hier gibt's nichts. Und hier verbrennen die gerade irgendwas. Was machen die da? Brandrodung oder so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es muss doch so unpraktisch sein, hier zu leben. Aber nun gut, ich meine, wenn man ein Auto hat, dann geht das vielleicht noch. Aber Kinder und Schule gehen ist hier, glaube ich, nicht wirklich drin. Also da muss man die immer zur Schule bringen. Nun gut, ich gehe jetzt einfach. Ich wollte eigentlich schon längst wieder umgekehrt sein, von der Zeit her. Aber es ist so schön und ich denke mir, komm, ich gehe jetzt einfach noch ein Stück und schau einfach mal, wo ich auskomme und nehme euch mit auf dem kleinen Abenteuer. Hier hat sich jemand neben den Reisfeldern oder was auch immer das ist, einen kleinen Pool gegönnt. Ich meine, ist ja auch nicht schlecht. Da schwimmen ganz viele kleine Fische drin und ganz viel Seegras oder eine Schildkröte. Ist sogar eine Schildkröte, die da irgendwo im Gewächs unten schwimmt. Oh mein Gott, und da hinten arbeiten die Leute auf dem Feld. Wirklich wunderschön, sehr ruhig hier. Einfach Berg. Verlassensten Winkel und oben auf dem Berg gibt es natürlich diese Automaten hier, aber ein bisschen teuer, ne? Also 150 Yen für so eine Teeflasche, die kriege ich an anderen Automaten für 100 bis 80, ne? Also schon ein bisschen teuer. Ich habe gerade gefunden, hier gibt es einen Bus, schaut euch das mal an. Hier fährt ein Bus, der Ikoma City Community Bus ist hier und er kommt viermal am Tag. Wenn ich mal gerade so auf die Uhr gucke, da habe ich leider verpasst, wir haben gerade 10.48 Uhr, da kommt nichts. Aber ich will den Bus ja auch gar nicht nehmen. Ich laufe jetzt nach Hause, aber es ist ein bisschen bewölkter geworden. Ist natürlich gut für die Temperatur und es soll auch jetzt bald wieder ein Taifun kommen. Das ist auch nicht so gut. Man weiß nicht, wo genau der eintrifft, ob der eintrifft und so. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken, dass ich irgendwann nach Hause komme. Aber jetzt muss ich erstmal eine Menge laufen bis zur nächsten Station. Hier rechts neben mir ist jetzt irgendwie ein riesiger Bambuswald. Also ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber das ist alles Bambus. Ein riesiger Wald nur aus Bambus. Gibt es in Japan natürlich öfter so riesige Bambuswälder. Aber dass das hier oben auf dem Berg einfach irgendwo ist, das wusste ich auch nicht. Ich bin jetzt wieder in der Zivilisation angekommen. Ihr seht, es sind ja auch Häuser um mich rum. Also bin wieder auf einem guten Weg jetzt. Es sind noch ein paar Meter bis zur nächsten Station. Und dann fahre ich auch wieder nach Hause. War ein
unglaublich schöner Trip, unglaublich schöne Wanderung über den Berg. Und ja, jetzt gucke ich erstmal gucken, dass ich die Station finde. Ich habe die Station noch gut gefunden, bin dann mit der Bahn nach Hause gefahren. Es waren ungefähr 10 Kilometer. Ich habe den ganzen Berg wirklich komplett hochgelaufen, habe ihn überquert und bin dann auf der anderen Seite wieder runtergelaufen, sodass ich am Ende dann in der Präfektur Nara gelandet bin. Also ich war im Endeffekt dann in Nara und bin von Nara zurückgefahren, dann dorthin, wo wir wohnen. Es war wunderschön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Vlog für euch zu machen, ihn auch zu schneiden. Und wenn ihr Lust habt, dann würde ich sowas in Zukunft gerne öfter machen, dass ich einfach mal irgendwo hinlaufe und in Gegenden, wo ich selber noch nicht war, dass wir die Gegend erkunden, gucken, was gibt es da so, vielleicht auf Dinge und Menschen treffen, die wir vorher nicht gesehen hätten oder womit wir einfach nicht gerechnet hätten oder was weiß ich auch alles, wie dieses kaputte Auto, was da irgendwo im Gebüsch war. Nun gut, das war's auf jeden Fall von diesem Vlog erstmal. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Schaut gerne in die Videobeschreibung, wenn ihr mich unterstützen wollt. Durch eine direkte Spende könnt ihr mich unterstützen, durch meinen Amazon Affiliate Link, wenn ihr den benutzt, wenn ihr was bei Amazon einkauft, oder aber indem ihr meine Online-Kurse kauft, denn ich habe auch eine Menge an Online-Kursen, mit denen ihr Japanisch lernen könntet. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!